Hey und damit herzlich willkommen zurück beim Inkassobüro zum bärtigen Mönch. Ich bin der mit dem E. Und heute möchte ich gerne mit euch über das Thema Handwerksaufträge in The War Within sprechen. Wie wir in der Alpha bereits gesehen haben und wie ihr höchstwahrscheinlich allein an dem Intro dieses Videos schon erkannt habt, kehren die heißgeliebten Handwerksaufträge, die wir bereits aus Dragonflight kennen, in War Within wieder zurück. Wir hatten vor kurzem die Gelegenheit, an einige Developer Fragen in Form eines Live-Q&As zu stellen, wo ich direkt das Thema mit den Handwerksaufträgen in der kommenden Erweiterung angesprochen habe. Das Problem ist einfach, in meinen Augen, dass öffentliche Aufträge sehr, sehr oft von Spielern genutzt werden, um Crafter auszutricksen oder gar zu scammen, indem sie einfach Aufträge erstellen, ohne Materialien reinzutun, ohne genügend Gold reinzutun und die Crafter oftmals auf ihren Kosten sitzen bleiben. Zu meiner Überraschung ist das bei Blizzard tatsächlich bekannt, wird aber weniger als Scam-Versuch angesehen, sondern basiert eher darauf, dass viele Spieler nicht wirklich wissen, wie dieses System funktioniert oder sehr ungeübt damit sind und dadurch auch teilweise völlig unbeabsichtigt Aufträge erstellen, die keine Materialien oder eben nicht genügend Währung enthalten. An dem Ganzen wird auf jeden Fall gearbeitet und ich persönlich bin sehr gespannt darauf, was da in den nächsten Monaten noch auf uns zukommt. Es ist jedoch schon eine große Änderung in Bezug auf die Handwerksaufträge jetzt bereits in der Alpha verfügbar. Wie wir hier tatsächlich sehen können, sind NPCs teilweise schon eingebaut, bei denen ihr Crafting Orders ganz normal erstellen könnt. Das Interface ist genau das gleiche, das wir bereits kennen aus Dragonflight. Jedoch wurde eine kleine Änderung mit eingebaut, um das ganze System für andere Spieler auch deutlich einfacher zu gestalten. Wir haben hier in Dornogal, der quasi neuen Hauptstadt aus dem Gebiet, mehrere verschiedene NPCs, bei denen wir Crafting Orders eingeben können. Ein weiterer NPC hat jetzt auf der Alpha seinen Weg ins Spiel gefunden, und zwar ist das die gute Dame hier, Roldira, ein sogenannter Requisitions Officer. Das sind ebenfalls Handwerksaufträge, die ihr abarbeiten könnt. Jedoch sind es keine öffentlichen Handwerksaufträge, es sind Handwerksaufträge, die von NPCs gestellt werden, die ihr abarbeiten könnt. Das hat tatsächlich den Sinn, dass, nehmen wir beispielsweise an, ihr möchtet eure Weekly erledigen, die von euch verlangt, drei Handwerksaufträge abzuschließen. Wir alle kennen das Problem, wenn diese Handwerksaufträge nicht vorhanden sind und ihr nicht Lust habt, stundenlang im Handelschat nach Leuten zu suchen, die dann Aufträge an euch richten, oder ihr keine Twinks habt, mit denen ihr euch selbst Aufträge schicken könnt, dann habt ihr ein Problem. Über dieses System möchte Blizzard das tatsächlich umgehen und möchte auch das Handwerkssystem bzw. das Crafting-Order-System für andere Leute bzw. auch für Zweit-, Dritt- oder Viert-Charaktere deutlich zugänglicher machen. So wie wir im Q&A erfahren haben, wird es bei diesem NPC regelmäßig Handwerksaufträge für euch geben, die ihr abarbeiten könnt. Diese Handwerksaufträge werden vom System, also vom Spiel, an euch gestellt und keine anderen Spieler sind dort involviert. Ihr könnt es ein bisschen wie mit den Kriegsabgaben aus BFA vergleichen, nur dass ihr nicht fertige Items abgeben müsst, sondern dass ihr quasi die Aufträge annehmt. Ihr müsst die Items dann herstellen und gebt sie dann quasi, wir wissen die Belohnungen nicht, weil das System hier noch nicht nutzbar ist, für Ruf oder für kleinere Belohnungen ab. Ebenfalls wissen wir noch nicht, ob die Materialien dann vom System gestellt werden oder ob ihr die Materialien selbst besorgen müsst. Ich werde das Ganze in den nächsten kommenden Wochen, wenn die neuen Builds aufgespielt werden, aber beobachten und euch definitiv nochmal im Community-Tab auf YouTube oder teilweise im Discord unter discord.gg/exitus oder auf meiner Twitter- bzw. Ex-Seite berichten. Gut, ich persönlich finde das eine sehr, sehr interessante Änderung. Bin gespannt, wo das Ganze noch hinführt. Aber ja, das ist quasi das, was ich euch in diesem Video zeigen wollte. Kurz, Crafting Orders kommen zurück. Diesmal sind aber NPCs ebenfalls mit involviert, damit jeder Spieler auch wirklich die Gelegenheit hat, seine Weeklies für Crafting Orders abzuschließen. Nun gut, so für diese Woche von mir. Ich möchte mich recht herzlich dafür bedanken, dass ihr es wieder einmal bis zu dieser Stelle ausgehalten habt und ich persönlich würde sagen, ich melde mich wieder, wenn ich etwas Neues für euch habe. Wir sehen bzw. hören uns. Bis dann.